Seid gegrüßt zurück zu Expeditions Rom. Wir haben die Schlacht gewonnen und Mytilene erobert wohl. Besprecht die Belagerung von Mytilene. Oder wir haben es scheinbar doch nicht erobert. Aber die Stadt ist nicht mehr da. Also zu sehen. Reden wir mal mit ihm. Dann sehen wir ja, ob die Stadt noch da ist oder nicht. So, aber wir könnten mal gerade noch mit unseren Leuten hier sprechen. Ich stehe euch zu Diensten. Ja, die haben, dann dürften die auch nichts zu sagen haben, oder? Domine. Nee, die haben nichts. Dann reden wir mit dir. Was ist eigentlich mit Gaius? Wollt uns doch beitreten. Für den einfachen Mann wirkt eine Eroberung trivial. Ihr hingegen erkennt die Feinheiten eines solchen Unterfangens. Die Götter waren mir bisher gewogen. Ich bete nur, dass es so Man bleibt. Sagt, Fortuna liebt die Kühnen. Wir haben Mytilene umzingelt, aber die eigentliche Stadt müssen wir noch erobern. Archelaus ist ein arroganter Mann, aber auch ein fähiger General. Dann lass uns Mytilene angreifen. Wir machen uns für einen direkten Angriff auf die Stadt bereit. Die Festung muss schnell fallen. Ich werde wieder mit einer Gruppe von Vertrauten durch den Hafen hineinschleichen. Wie schon einmal. Der Hafen ist voller ausgebrannter Schiffswracks. Kein Triarchus kommt durch diese Trümmer. Ich kenne einen Triarchus, der das schaffen könnte. Und er schuldet mir einen Gefallen. Der Mann, mit dessen Schiff ihr hier ankamt? Genau der. Eine gute Idee. Geminus gilt als sehr begabter Navigator. Wie immer sind wir bereit, auf euren Befehl hin zu marschieren, Legate. Der ist uns dann doch hoffentlich von Nutzen. Ave, sollen wir darüber reden, wie wir euer Legionslager verbessern können? Ich habe da ein paar Ideen. Meiner Meinung nach sollten wir mit dem Aufbau eines Waffenlagers beginnen. Wir werden dafür einen Schmied brauchen, aber darum können wir uns kümmern, wenn wir die nötige Ausrüstung haben. Wir sollten euch auch bessere Ausstattung besorgen. Minucius Thermus hat die meisten seiner Besitztümer mitgenommen, als er seine Position abgegeben hat. Vielleicht könnte Sextus sich davon überzeugen lassen, sich uns als Schmied anzuschließen. Das ist eine gute Idee. Die Prima Italica kann vermutlich auf ihn verzichten. Sie haben andere in ihrem Lager, die seine Aufgaben übernehmen können. Eine Waffenkammer würde es mir erlauben, Ausrüstung für meine Prätorianergarde zu beschaffen? Genau. Danach würde ich euch empfehlen, ein Materiallager anzulegen und eine Werkstatt aufzubauen, um die Legion mit Belagerungsgerät und Ähnlichem auszustatten. Aber jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir jemanden haben, der ein gutes Schwert schmieden kann. Was für Ausstattung braucht mein Zelt für Zelt eurer Meinung nach? Nun, mir scheint ihr ein deutlich direkterer Kommandant als Thermus zu sein. Wenn ihr viel Zeit im Feld verbringt, werdet ihr bestimmte Dinge brauchen. Pila zum Werfen, Posca zum Trinken, Verbände für eure Prätorianergarde. Mit den richtigen Verbesserungen können wir euch gut ausgestattet halten. Was brauchen wir, um all das zu bauen? Wir müssen uns die Ressourcen verschaffen, um all das zu bauen und zu pflegen. Wir brauchen Eisen für die Waffenkammer und vermutlich Bauholz für die Ausstattung eures Zeltes. So oder so brauchen wir eine Gerberei. Leider ist Lesbos eine ziemlich kleine Insel, ohne große Mengen dieser Ressourcen, die wir brauchen. Sobald wir diese Insel verlassen und das Festland zurückerobern, solltet ihr die Legion anhalten, Minen, Holzwerkstätten, Gerbereien oder Bauernhöfe einzunehmen. Kommt wieder zu mir, wenn wir einige dieser Ressourcen unter unserer Kontrolle haben. Und dann können wir mit dem Planen anfangen. Ja, vermutlich sind wir nicht bereit, ich frage trotzdem. Wie ich schon erklärt habe, müssen wir zuerst die strategischen Ressourcen einnehmen. Sobald wir in Asia Minor einmarschieren, sollten wir Zugang dazu haben. Dann macht weiter, Ignatius. War ja aber auch mal ganz interessant. Ich kenne wahrscheinlich nicht die
Spieler zurückbekommen. Erstmal, das wäre ganz praktisch. Dann können wir auch mal mit Gaius reden. Wäre ja schon ganz praktisch, wenn der auch bei uns mitmachen würde. Falls er das will. Wahrscheinlich will er lieber nach Gallien aufbrechen. Okay, er ist scheinbar nicht mehr da. Ich stehe euch zu dir. Nee, du hast nicht. Salve, mein Sohn. Scheint schon unterwegs zu sein. Nach dem Hinterhalt haben wir ein paar Männer zurück zum Pass geschickt, um die Gefallenen einzusammeln. Diese Klinge wurde mir von einem Centurio übergeben. Er sagte, er hätte sie bei dem Leichnam des jungen Gaius gefunden. Ich denke, ihr solltet sie haben. Hat Gaius ist gestorben? Okay, ich glaube, der wird uns nicht begleiten. Ist so meine Vermutung. Sie sieht alt aus. Ein Erbstück. Sie sollte zu seiner Familie zurückgebracht werden. Ich hoffe, dass ihr nach dem Krieg die Gelegenheit dazu haben werdet. Ich weiß, dass ihr ihm in einer privaten Angelegenheit geholfen habt. Das Schwert wird in guten Händen sein. Behaltet sie. Ich denke, er hätte das gewollt. Wer erobert dann Gallien? Da. Er schuldet uns nämlich auch noch was. Er kann uns gut helfen. Ein Bart. Ein Bart für die Leute. Ob das warm ist? Mein Freund, ich hatte gehört, dass ihr vom Konsul höchstpersönlich zum Legatus gemacht wurdet. Es ist eine Ehre, euch auf meiner Galeere zu Gast gehabt zu haben. Ja, wir pochen erstmal nicht auf der Schuld. Ihr mahnt das in eleganter. Ihr sagtet, ich soll zu euch kommen, wenn ich einen geübten Navigator bräuchte. Und das meinte ich vom ganzen Herzen so. Bitte sagt, wie dieser einfache Triarchus euch dienen kann. Wir bereiten einen Angriff auf Mytilene vor. Ich will mich in den Hafen schleichen. Aber er ist voller Wracks. Was kann ich für euch tun? Es ist das Mindeste, was ich tun kann, um euch zu danken. Hört zu, ich muss euch etwas gestehen. Euer Freund, der Gladiator, hatte recht, was mich angeht. Ich hatte unsere Route an die Rebellen von Lesbos weitergegeben. Seit ihr mein Leben verschont habt, lag ich jede Nacht von meiner Schuld geplagt wach. Ich wünschte, ich könnte mich eurer Gnade als würdig erweisen. Ich hab's mir zwar schon gedacht, dass er wirklich was damit zu tun hat, aber es hat sich scheinbar gelohnt. Dies ist eure Gelegenheit, eure Vergebung zu erarbeiten. Bringt uns sicher nach Mytilene hinein und wir können all das hinter uns lassen. Wenn das alles ist, sehe ich mich für eure Gnade als zweifach von den Göttern gesegnet an. Ich werde das Schiff sofort vorbereiten und zum Norden der Insel segeln. Trefft mich in der Nähe von Mytilene und ich übernehme den Rest. Gut, sieht so aus. Als hätten wir da... ein Navigator. Was braucht ihr? Also, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt, großzügig zu sein. Verlassen wir die Karte. Und wir müssen dann wohl auch zur Hauptinsel. Geh mal kurz nochmal zurück in meine Garnison. Nur ganz kurz was gucken.
Entlang der Küste zu reisen hat einen Vorteil, darunter auch die Entdeckung der zahlreichen Buchten des Ägäo Mare. Viele der Buchten scheinen eigene verborgene Strände zu besitzen. Genau wie diese hier liegen sie gut geschützt und sicher. Rasten wir hier und schwimmen ein wenig. Ihr fühlt euch schwerelos im Wasser, besser als jedes Badehaus, das ihr jemals besucht habt. Wenn ihr in der kleinen Bucht schwimmt, könnt ihr spüren, wie Schwärme von Fischen sanft eure zahlreichen Narben und Wunden anstupsen und den Schmerz lindern. Für eine kurze Zeit vergesst ihr mit eurem Prätorianern den Krieg und alles, was dazu gehört, und könnt euch entspannen. Obwohl die Prätorianer sind scheinbar sehr erfreut darüber. War wohl ein Ereignis, ich war irgendwie verwirrt. So, ich wollte nämlich kurz zu dem Händler. Achso, stimmt, bei denen konnte man nur Rationen, Medizinsklauen, Denar kaufen. Okay, dann hat sich alles geklärt. Ich hatte gehofft, dass wenn ich... Ach, nee, da kann ich nur neue Leute anheuern, ne? Das ist Lazarett. Zu euren Diensten. Okay. Ja, ich hatte gehofft, dass ich irgendwie doch noch die Pieler und so wieder auffrischen kann. Aber... Der Pieler oder der Pileser? Ist Pieler weiblich? Ich glaube ja. Dann ist es Pile. Die Pile auf. Betreten. So, dann wollen wir Archelaus mal in den Hintern treten. Das ist euer Ende, Archelaus. Ergebt euch, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Oh, große und schreckenerregende Römer! Tausend Dank für eure Gnade und Nachsichtigkeit. Ich habe in Erwartung eurer Ankunft vor Angst gezittert. Soll ich auf die Knie fallen und um mein Leben betteln? Ja. Legt eure Waffen nieder und ihr werdet gerecht behandelt werden. Das schwöre ich euch. Das schwört ihr? Ah, da fühle ich mich direkt viel besser. Und wer hat euch gesagt, dass ihr euch einfach so in ein Gespräch zwischen Erwachsenen einmischen dürft? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit dem Kommandanten der Legio Victrix. Dieser kleine Junge ist kaum fähig, eine Gruppe reisender Schausteller zu kommandieren. Glaubt ihr wirklich, dass ihr mich ausgerechnet hier würdet herausfordern können? Dies ist jetzt meine Insel. Ihr seid nichts als eine Störung. Hast du denn auch einen Beweis, dass das deine Insel ist? Blitzurkunde oder... Naja. Seht euch um. Eure Insel gehört bereits uns. Klingt eigentlich ganz lustig. Seid nicht weiter als der gemeine Anführer einer Diebesbande. Es gab schon viele, die ebenso dachten, sie sind alle tot. Dies ist eure letzte Chance. Ergebt euch... Und vielleicht verschonen wir euch. Ja, machen wir das. Es gab schon viele, die eben so dachten, sie sind alle tot. Dies ist eure letzte Chance. Ergebt euch und vielleicht verschonen wir euch. Ich bin anders als alle, denen ihr bislang gegenüberstandet. In eurer maßlosen Arroganz dachtet ihr, ihr könntet einfach ein zweites Mal durch die Tore Mytilenes marschieren und den Kopf ihres Kommandanten einfordern. Vorhersehbar und erbärmlich. Ihr seid nun meiner Gnade ausgeliefert, genau wie ich es geplant habe. Nachdem ich euch getötet habe, erledige ich euren Konsul. Okay.
Und das für gelbe Punkte? Keine Ahnung. Du kommst jetzt erstmal hier hin. Hier vorne stürm hier. Mal sagen, ja, die drei macht ihr drei platt. Und du bleibst erstmal auf der Seite und hilfst je nachdem dort. Weil du könntest auch, das ist kein Bogenschütz, oder? Müsste sicher sein. Da ist ein Bogenschütze. Da ist ein Bogenschütze. Aber da in die Richtung ist er ja geschützt. Da ist noch einer. Oh. Wie denn hin? Ah, da oben sind noch drei von uns. Du. Reduziert Achillas Truppen auf 5, um ihn zur Aufgabe zu bringen. 13 Feinde noch am Leben, tötet Achillas. Okay. Verstärkung 2 Runden. Ich weiß nicht, was einfacher ist, Achillas zu töten oder auf 5 reduzieren. Wir haben kaum Bogenschützen, von daher... Ah, jetzt, da steht's. Rüstung wird am Ende der Gesundheitsbalken eines Charakters als goldene Streifen angezeigt. Jeder Streifenrüstung senkt den erlittenen Gesundheitsschaden um 1. Bestimmte besondere Charaktere wie Achillas haben so viel Rüstung, dass ihr ihnen keinen Schaden werdet zufügen können, bevor ihr sie nicht zerfetzt. Um eine Rüstung zu zerfetzen, müsst ihr sie mit einer zweihändigen Waffe, einer Lanze und einem Stab angreifen, die über Rüstungszerfetzen verfügt. Ja, also du müsstest das machen. So. Dich piesacken wir erstmal. Denn. Ich hätte bestimmt 2 Reich bei einer Kiste 1 zurück. Ja. Dann kommst du hierher. Das kostet ja nichts, dann kannst du den damit. Diese Leute sind so schwach. Ja, hast du schon irgendwo recht. Und dann stichst du zweimal zu. Nein, du. So. Dann gehst du hier hin. So. Ah, es reicht nicht aus. Dann verpasst du das der. So. Kommst du hierher? Verpasst dem einen Schlag. Ach, jetzt kommst du nicht mehr rüber. So. Und bleibst jetzt da stehen. Neun. Kriegen wir die am besten neuen Schaden zu. Schauen wir mal was doch an das. Jetzt können sie auch beide durchlaufen, das ist auch interessant. Dann kommst du hierher, verpasst der mal eine. Kommst auch her, verpasst ihr noch mal eine. So. Erledigt. Bleibst an der Stelle stehen und gehst hier hin und hoffe, dass du da Deckung hast. Ihr müsstet eigentlich alle Deckung haben. So. Hoffe ich mal. So umstellen. Ja gut, ich hoffe einfach die andere Deckung. In einem Moment. Zeug, jemand muss mir helfen! Bleibt ruhig! Ich bin bei euch! Okay, du hebst den auf. Kannst ihn doch anschießen. Du kannst sie anschießen. Nicht sehr nett.
Okay. Das ist zumindest etwas schwieriger, die zu positionieren. Auf den zu schießen ist echt dämlich. Die ist fast erledigt. Nichts durchdringt meinen Schild. Na, hoffentlich. Information! Roma Invicta! Roma Invicta, natürlich siegen wir. Das war's, dann kommst du jetzt nach vorne. Und kannst natürlich niemanden treffen. Auch nicht treffen. Komm, dann gehst du hier hin. Wenigstens vor Beschuss sicher und dann findest du sie an. Ihn an. So, du rückst dann mal Richtung Archelaus vor und naja, hier im Prinzip auch. Komm du mal mit hier rüber. Und du kommst hier rüber. Ach, ich hätte. So. Das war jetzt auch dämlich. Das hätte ich machen müssen. Bereit machen, da fehlt er aber nicht so weit laufen. Du stehst da eigentlich ganz gut. Ist da bescheuert. Gut. Dann weiter. Das ist nicht nett. Der ist nicht wirklich in der Lage, was zu machen. Das da ist problematisch, ne? Rückzug! Wir werden alle sterben! Du bist doch ein Vollidiot. Selten so einen Vollidioten gesehen. Sie laufen in unsere Fahrt. Haltet durch, Freunde! Wir sind hier, um euch zu retten! Also gut. Lauf mal hier hin. Dann erledigst du den auf jeden Fall. Und ja, dann läufst du mal hier die Treppe hoch. Dann ist da ganz gut. Hier ist eine Deckung. Der löst, fährt den ab. Oh gut, dann schießt du auf den. Und eigentlich mal den machen, aber gut. Hab ich die Gelegenheit jetzt nicht genutzt. Du kommst mit dir rüber. Kannst eigentlich nicht viel machen. So. Bist ich bitte in die Richtung. Du gehst hier hin. Du wirst wahrscheinlich jetzt angegriffen. Das kann ich aber nicht verhindern. Du hast noch nichts gemacht. Vielleicht kann ich dir aber das Leben retten. So. Heil den. Kein dauerhafter Schaden.
Und dann gehst du hier runter. Das wird auf jeden Fall einen Unterschied machen, klein. Okay, der will unbedingt spielen. Oh, war das? Anmobilisiert. Vielleicht überlebt er das. Da haben sie keine großen Überlebenschancen. Wir sind dort drüben. Vorrücken! Kommen noch mehr. Formiert euch! Wir greifen sie gemeinsam an! Also, er muss auf jeden Fall rüber. Sieht nämlich zumindest nicht so aus. Das schaffen wir nicht. Wir verlieren! Gut, machen wir so. Und dann ziehst du dich zurück.